Sehr verehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, wenn ich diese Debatte und die letzten Zwischenfragen betrachte, dann ziehe ich aus dieser Debatte zwei Lehren. Erstens, Volksverhetzung muss strafbar sein. Das ist gut, das ist richtig, verfassungsgemäß. Und zweitens, eine Änderung des 130 bedarf es nicht. Wer diese Debatte gehört hat, kann nur zu diesem Schluss kommen. Stellt sich aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus dieser Debatte die Frage, warum dann überhaupt diesen Antrag? Warum diesen Antrag heute in diesem Parlament? Der Kollege Sensburg hat es auch mit angesprochen, und ich will dies wiederholen und vertiefen. Zum einen, weil mit diesem Antrag, Sie sagten es zuvor in der Zwischenfrage so schön in dem Fabulieren, eigentlich gewollt ist, den gescheiterten Antrag auf Abschaffung des 130 StGB so lange zu verwässern, den 130, bis genau das herauskommt, was Sie wollen, nämlich das Schutzinteresse des 130 StGB aufzuweichen und in unserem Rechtssystem nicht mehr zu haben. Und deshalb, liebe Mitglieder dieses Hohen Hauses, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, ist mal nachzudenken, für was haben wir den 130 StGB? Wozu ist er gedacht? Zwei Gründe sind für den StGB da. Nicht der Schutz der Sozialdemokratie, das mag vielleicht aus Ihrem bismarckschen Gedankengut entsprechen, aber nicht unserem bundesrepublikanischen Rechtssystem. Er ist erstens dazu da, den öffentlichen Frieden zu wahren, und zweitens, und das ist die wichtige Kernaussage, Minderheiten in diesem Land zu schützen, nicht die Mehrheitsgesellschaft, die auch polemische Angriffe aushalten muss. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Nationalsozialismus so zu verhindern, dass in Deutschland nie wieder der Mob loszieht. Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Schwule und Lesben, farbige, nicht farbige, deutsche, nicht deutsche Menschen zu jagen, zu verunglimpfen, zusammenzutreiben und dann, wir kennen die Geschichte. Deshalb verbietet sich jede Relativierung. Deshalb ist der 130 StGB erforderlich. Deshalb dürfen wir Hand nicht an diese Vorschrift anlegen. Und das, der 130 StGB als Sondervorschrift, auch im Sinne des Artikel 5 Grundgesetz verfassungswidrig ist, zeigt auch Ihr Antrag ganz deutlich, dass Sie das Revisionsurteil des Kammergerichts zwar zitieren, aber die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom November 2009 tunlichst beiseite lassen, indem das Bundesverfassungsgericht noch einmal ausdrücklich gesagt hat, dass 130 eben kein allgemeines Gesetz ist, sondern ein Gesetz, das sich explizit auf die nationalsozialistische Unrechtsideologie abstellt. Und daran müssen wir festhalten, denn für alle anderen Tatbestände, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir ja schon Regeln in diesem Land. Soll es bei Verletzung individueller Rechte nach 185 fortfolgende Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, da haben Sie alle miteinander und gute Erfahrungen, oder wenn es um Gewalt gegen Deutsche geht, welche Deutschen meinen Sie denn dabei mehrheitlich und ethisch? Den ganzen Deutschen, den Halbdeutschen, den Vierteldeutschen? Solche Begriffe kannten wir doch in diesem Land schon einmal. Ich möchte sie nicht noch mal. So ist strafbar 126 die Störung des öffentlichen Friedens. Und als Kernaussage dieses Antrags, wir brauchen keine Änderung des 130 StGB, denn in unserem Land darf niemand, gleich ob Deutscher, Nichtdeutscher, farbig, nichtfarbig, christlich, nicht christlich, krank, gesund, behindert, nicht behindert, niemals schutzlos sein. Und deshalb ist es erforderlich, den 130 in dieser Form zu erhalten und diesem unsinnigen Ansinnen eine Abfuhr zu erteilen. Vielen herzlichen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU/CSU.